Hallo liebe Freunde, willkommen zurück bei Batman. Und Batman will spielen. Also gehen wir ins Casino. Und hoch die Tassen. Ist das deine Codekarte? Muss Winnie sein. Der vergisst endlich sein Zug. Soll ich sie ihm bringen? Machst du Witze? Der Zaster muss hier weg, bevor die Fledermaus auftaucht. Hast ja recht. Hey, denkst du, was ich denke? Ich denke, du okay, sie erwarten uns also. Das Geld einpacken. Aber es ist so viel. Wird doch keiner merken, wenn ich mein Weihnachtsgeld abzwacke. Hast du von dem letzten gehört, der sowas versucht hat? Der Pinguin hat zu ihm gesagt, er kann's abmachen. Kann ich mich hier irgendwo dran entlanghangeln, zufällig? Nee, schade. Kann ich so einen hier einfach mal ausschalten? Aber was ist das? Ja, schade. Das klappt nicht. Na gut. Hauen wir ihn um. Ach, du Scheiße! Oh, ab. Nein, lass die Kiste liegen, Junge! Fuck you! Das wird es! Und du lässt die Knarre liegen, ey! Genau was der Doktor! Da! Zack! Aus! Vorbei! Du hast doch keine Chance! Du nicht! Der ist hin. So. Und. Ah, du kriegst auch noch einen. Vorsichtig! Was hast du vor? Vergiss es, Junge. Vergiss es. Zack! Friss meinen Stiefel, Junge. Ah, eine Speicherkarte. Du willst mir also so richtig auf den Zeiger gehen. Mr. Cobblepot empfängt gerade niemanden und ich lasse ihn bestimmt nicht. Oh. Also, mach dich gefälligst vom Acker. Gepanzert. Verkleide den zur Tür. Oh, ist es. Oh, der mit dem Messer ist fies. Lass die Kiste liegen. Oh. Jetzt ziehen Haufen Grundschulkinder. Los jetzt! Es sind Grundschulkinder. Oh mein Gott, wer schießt denn hier? Gis es. Kanone rein hier. Lass das sein mit der Knarre. Ah. Gis es. Schnell weg hier. So, Freunde, wer hat noch nicht, wer will noch mal? Komm schon, Junge. Nix da. Aus. Vorbei. Verdammt. Steht auf, ihr Penner. So. Jungs, ich schlaf hier gleich ein. Vielleicht mal ein bisschen Action. Der Hölle mit dir. Wer hat die Knarre? Du. Geil, das Magazin, bitte. Vergiss es. Genau so macht man das. Zeig dich so richtig. Vergiss es. Ja, der hat doch schon wieder einer die Knarre. Was denn die Zähne raus? Wollt ihr Weihnachten noch erleben? Oh, und du noch. Oh, und du kriegst auch noch dein Messer weg. Fuck you. Das war's mit dem Messergreifen. Was für ein Haus. Na, mein Freund. Sack. Cobblepots Büro scheint mit dem Theater verbunden zu sein. Und Eintritt erhält man über das Sicherheitsbüro. Das Sicherheitsbüro. Da sind noch welche. Aha. Und hier geht so eine Leitung lang. Okay. Sogar mit der Codekarte kriege ich die Tür nicht auf. Ich muss in das Sicherheitsbüro, um ins Theater zu kommen. Na dann, ab ins Sicherheitsbüro, wa? Das sieht doch gut aus. Ah, und auf die Kindertür hier. Verdammt nochmal. Runter in die Hocke. Ich habe gesagt, dass ich Heiligabend arbeite und dass ich ganz und gar nichts dagegen machen kann. Einfach so, ja? Ja, einfach so. Okay. Sie klingt einfach nicht genug, um mir was zu sagen zu haben. Richtig so. Man darf sie bloß nie die Oberhand gewinnen lassen. Nehmen wir den Sekret. Hat auch immer gesagt. Gerät hat dann einer von Mom geknallt gekriegt.
Heimlich. Schönes Kind. Aha, 2, 3. 3 auf jeden Fall. Siehst du? Hab doch gesagt, kein Grund zur Sorge. Hat wahrscheinlich Schiss gekriegt. Genau, schon für dich besser. Und so verliert meine Codekarte. Scheiße! Pulverisiert ihn! Verdammt! Schade. Dachte, den kriege ich noch. Haltet ihn! Vergiss das mal ganz schnell mit der Knarre hier. Sowieso. Kann mal ein. Zack. Der ist weg. Entschuldigung. So. Okay, die Tür ist offen. Das hier sieht aus wie ein Fahrstuhl. Und was ist mit dem Electrocutioner? Der ist ein Fieser, das wird schon. Da oben sitzt die Olle. Dann starten wir hier doch mal einen Besuch ab. Klettern? Warum soll ich klettern? Kein Objekt geortet, Umgebungsanalyse. Okay. Ah, da kommt der Fahrstuhl, okay. So, Tracy. In der Scheiße. Candy! Boah, die hat sich echt eine Ohrfeige verdient. Ich hoffe, du greifst da nach deinem Lipgloss. Komm schon, lass mich raus! Das ist nicht witzig! Guess it. Moin, Tracy. Wenn, komm ich. Profil Candy. Richtiger Name unbekannt. Beruf Pinguins Assistentin. Gotham City. Augenfarbe braun, Haarfarbe schwarz. 1,73, 61 Kilo. Oh, geht doch. Oh, da sind ja noch viel mehr. Bruce Wayne, Gesetzeshüter. Nein. Und das hört, wird er garantiert stinksauer sein. Bestimmt wird er sauer. Aber ich nicht so sauer wie ich. Ein echter Schlappschwanz. Da können wir wieder was hacken. Genug ist genug. Mach auf und lass mich raus. Deal. Deal. Ey, Deal machen. Das kannst du nicht machen. Zack. Verriegelung aufgehoben. Und durchs Fenster. Schöner Abgang. Tracy sitzt da oben gemütlich. Hoch und trocken. Und wir gehen in das Büro. Hallo Söhnchen, du weißt, dass du hier nicht willkommen bist. Und weißt du, was wir mit ungebetenen Gästen machen? Das wird in Kürze rausfinden. Ich mach dich den Kopf. Oh Gott. Lass das. Oh Gott. Hilfe, was hast du denn vor? Schnell weg. Nix damit, gemeinsam angreifen. Jetzt geht's weg. Weg mit dem Typen mit der Knarre. Ein Schädel hängt. Überkommt ihn. Verdammt. Jetzt komm. Verdammt. Drecksack. Nee, vergiss es. Zack, ans Bein und schön, Tornado DDT, glaube ich. Ich habe lange kein Wrestling mehr geguckt, verdammt, wird Zeit. Bedrohung extrem, okay, das ging aber noch. So, was haben wir denn hier Schönes? Aha.
Tracy sitzt da oben immer noch fest, das ist gut. Zerstörbare Oberfläche. Seht nur, die Final Offer ist sie nicht prächtig. Und das bei dem Schnäppchenpreis, den ich diesen somalischen Piraten bezahlt habe. Die wollten sie verschrotten. Unfassbar. Sie hieß natürlich nicht immer Final Offer. Das war meine Idee. In ihrem vorherigen Leben war sie die Olivia B. Meredith. Frachter- und Kreuzfahrtschiff in einem. Ein Schiff mit stolzer Geschichte. Sowas wird heute gar nicht mehr gebaut. Hart wie Kupfstahl und mit allen Annehmlichkeiten, die man sich wünschen kann. Diese Piraten wissen gar nicht, was ihnen entgangen ist. Seht nur, die Final Offer ist... Ich hab's befürchtet. Okay, nehmen wir unseren Sprengstoff, das gute Explosivgel. Dann machen wir doch mal eben die Wand hier weg, wa? Bam! Guck mal! Ein Enigma-Code. Na, das gib mal her. Hier sonst noch irgendwas? Schöne Tentakellampe. Ich weiß ja nicht. Ich würde den einen Architekten ja an den Eiern aufhängen. Aber gut, der ein oder andere mag es vielleicht. So, schön mit der Detektivsicht hier gucken, dass wir nichts verpassen. Ist noch eine Tür. Haben wir da irgendwelche Informationen? Nichts. Ja, das glitzert hier so schön. Ihr solltet wissen, dass Mr. Falconi das nicht dulden. Willst du etwa so wie deine Freunde? Ihr seid Abschaffen. Ihr alle. Ihr ahnt ja gar nicht, was ihr da auslöst. Checks es. Die Falconi sind erledigt. Am Ende. Ein sterbendes Imperium. Jetzt sind wir dran. Selig sind die, die da Leid tragen. Wer trägt ein Kleid? Leid. Ist aus der Bibel. Hab den Wälzer nie gelesen. Aber wenn du gerne betest, solltest du vielleicht die Klappe halten und beten, dass dein Boss mein Boss hat, was du willst. Sonst lernen wir beide bald, sagt die Figur gleich, mit den Fischen schwimmen. Oh, wie originell. Hast du dir das selbst ausgedacht, und schäbiger Handlanger? Nur noch ein Wort. Okay, da haben wir noch ein paar. Sechs Leute und alle bewaffnet. Das ist übel. Das ist übel. Wo sind die denn alle? Da ist einer. Zwei, drei, vier. Wo sind die anderen? Fünf. Umgekehrtes Ausschalten. Kriegt ihr das mit oder kriegt ihr das nicht mit? Okay, die haben mich scheinbar. Was zur Hölle? Auf den Kieker. Er hängt hier wie ein halbes Schwein. Okay. Dann bist du jetzt dran, mein Freund. Ach du Scheiße. Wie hat er das gemacht? Haha, das willst du wohl gerne wissen. Lebst du noch? Ey, ich hol dich da runter, Kumpel. Nix da. Du holst dir keinen runter. Also, du holst Was ist nur los mit dir? Er nimmt keine Rücksicht auf uns, also nimmt auch keine Rücksicht auf ihn! Das passiert nicht, nicht mir! Okay. So, was ist denn da mit unserem Freund? Da sind jetzt drei... Wo ist der Rest vom Schützenfest? Da ist noch einer. Kriege ich dich denn nicht vielleicht, wenn du hier langläufst? Na? Na du? Komm mal ruhig her, mein Freund. Entschuldigung. Ah, er geht die Treppe runter, glaube ich.
sei denn, ich krieg ihn davon überredet, das nicht zu tun. Aus! Entschuldigung. Und wieder hoch. Schnell weg hier. Hey, bei dir alles okay? Brauchst du Hilfe? Ja, der braucht alles, aber keine Hilfe mehr. Mann, alles in Ordnung? Verdammt! Okay, die beiden dort vielleicht? Oder ihn da? Er ist isoliert von den beiden. Wieso hauen wir nicht einfach ab von hier? Wenn wir den Mist gar nicht finden, enden wir alles um. Mich kriegst du nicht! Das sehen wir gleich, mein Freund, das sehen wir gleich. Unterirdische Gänge. Wie praktisch. Na dann lass uns doch mal gucken. Na Kollege, komm doch mal hier hin. Keiner. Und wir haben geschlossen. Bedrohung Mittel. Ah, das war schon eine ordentliche. War schon eine ordentliche Geschichte, würde ich sagen. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Aha, das kann man kaputt machen. Okay. Ein Haufen Computer. Der stiefelt erstmal gemütlich auf der Konsole rum. Ach, Bruce. Du bist ja einer. Meine Güte. Da ist ein Feuerlöscher. Okay. Genau, was ist denn mit dir, du kleine Geisel? Verzieh dich. Was willst du? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Er ist dein Boss. Was will der Pinguin von ihm? Alberto Falcone, ich habe keine Ahnung, was der Pinguin von ihm will, ich schwör's. Keine Ahnung, was dein Ziel ist, aber der alte Falcone stünde in deiner Schuld, wenn du Cobblepot erledigst. Er ist direkt hinter der Tür da. Nein, danke. Ich brauche keine Falconis, die mir was schulden. Genau. Das brauchen wir wirklich nicht. Direkt hinter der Tür dort. Jetzt bin ich ja mal eben am Suchen. Welche Tür meint er denn? Hoppala. Ach so, die Tür da unten wahrscheinlich. Alles klar. Na dann. Let's rock. Also, wo waren wir? Candy! Sie haben dem kleinen Alberto hier vorgeschlagen, hey Baby, seinen Vater von der Frührente zu überzeugen. Er hat abgelehnt und sie einen, was war's? Psychotischen Bastard genannt. Nein, 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 bitte! Jetzt hör lieber zu, Falcone. Ich frag dich nämlich zum letzten Mal. Was
wirst du deinem Vater sagen? Lass mich aus dem Waffengeschäft aussteigen. Ich verspreche es. Ich bringe ihn dazu. Deine Lippen bewegen sich, Birdie. Aber ich höre nicht, was ich hören will. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Ihr Trottel, macht ihr besser Gewalt. Bitte. Wenn nicht, tun Sie mir nicht weh. Schlagt ihm in die Fresse. Was machen wir? Mach dich kalt mit dem nicht, Wichser. Steht er nicht so rum, tötet ihn. Wartet Zack. Ihr noch! Raucht ihr erst eine Einladung? Zack. Hör ihn ihm in den Arm geflasht! Du bist nur los jetzt! Erinnere mich daran, warum ich euch bezahle! Und tschüss! Schlag ihm in die Fresse! Sie haben's versucht! Jetzt wart mal! Wart mal eine Minute! Ich hab dich beobachtet! Ich bin auch nicht schlimmer als du! Black Mask hat das Kopfgeld auf mich ausgesetzt! Wo ist er? Ich verfolge nicht alle Rachegeschichten hier! Du bist in dieser Stadt nicht sehr beliebt! Läuft die Zeit davon! Ah, warte! Warte! Lacey Towers, es gab einen Mord. Es sollte sein Unterschlupf sein. Aber Black Mask hat eigene Probleme, wie es scheint. Jemand ist eingebrochen und... Mir scheint, das Spiel ist vorbei, bevor es überhaupt begonnen hat. Ich spiele keine Spiele, Slade. Sag mir, wo ich Black Mask finde. Ich nehme an, das wird der Kampf deines Lebens. Genieße deine letzten Atemzüge. Vergiss mal ganz schnell. Danke. Und jetzt? Dachtest du, das funktioniert? Ja, das dachte ich. Versuch's nochmal. Okay, versuchen wir das nochmal. Au, Drecksack. Und wieder einmal hast du eine Chance auszulösen. Autsch, Drecksack. Ich weiß, du hast eine Chance gesehen. Au. Martial Arts Fight hier. Unglaublich. Da gehen wir noch drüber. Hast du die Chance nicht? Kann ich nicht irgendwas tun, um dir ein bisschen mehr abzuziehen? Scheiße. Was ist das? Und auf die Mütze, Junge. Bock drauf? Penner, was? Und jetzt? Oh Gott. Sack.
das zu geben. Ein Drecksack. Ah, der Sack. Was muss ich denn da machen? Der tut einfach nur weh, der Junge. Scheiße. Und zack. Ah. Der Penner. Gut gekämpft, Batman. Aber ich bin stärker, schneller, klüger. Es konnte nur auf diese Weise enden. Na, du bist ja überzeugt von dir. Sag mir, wo ich Black Mask finde. Eine Fledermaus. Warum wohl eine Fledermaus? Sack. Ah, der Penner. Ah, der Sack. Eine mangelhafte Ausführung. Der Sack. Du hast Tolle. Aber dir fehlt. Ich zeig dir gleich mal, was ich noch alles hab. Aua. Ich bin stärker, schneller, besser. Aggressiv. Unterhaltsam! Der Sack! Das war ein Fehler! Ah, Penner! Okay, und jetzt bin ich dran. Da hast du deinen Kampf. Na, gefällt's dir? Aua. Ah, der Sack. Kennen wir ja jetzt auch schon. Oh, fuck you. Der Sack. Ah, wenn du schnell das Ausgegangsgriff konntest. Der Sack! Andauernd ist er das gleiche. Boah, das gibt's doch gar nicht. Krass. Das gibt's doch gar nicht. Krass. Der Typ ist echt heftig. Wisse, dass du ehrenhaft stirbst. Was nur wenigen vergönnt ist.